Landwirt Praxistest. Amazone zählt zu den renommiertesten Herstellern von Bodenbearbeitungsgeräten. Pflüger baut das deutsche Unternehmen aber erst seit wenigen Jahren. Das hat uns neugierig gemacht. Also haben wir den selbstentwickelten Chiron einem umfangreichen Praxistest unterzogen. Den Pflug gibt es mit 5 oder mit 6 Scharen für Traktoren bis 240 PS. Bei unserem 5-Scharer haben wir einen Case IH Puma 230 CVX vorgespannt. Damit sind wir auch in Hanglagen und auf schweren Lehmböden gut zurechtgekommen. Dank der stufenlosen Schnittbreitenverstellung konnten wir auf die verschiedenen Einsatzbedingungen flexibel reagieren. Serienmäßig ist jeder Pflugkörper mit einer Scherschraube vor Überlast geschützt. Gegen Aufpreis bietet Amazone auch eine hydraulische Fremdkörpersicherung an. Die Tragachse mit gehärteten Unterlenkerkugeln ist drehbar gelagert und kann beim Ausheben Bewegungen aufnehmen. Das reduziert Verschleiß und Verspannungen am Dreipunkt. Die biegsame Unterlenkerwelle soll Stöße vom ausgehobenen Pflug absorbieren. Ein interessantes Detail, aber schwer zu beurteilen. Die Pflugkörper sind mit speziellen Konsolen am stabilen Rechteckrahmen verschraubt. Derzeit bietet Amazone 3 Formen an. Unser Testflug war mit dem Wendelkörper SeaBlade W35 ausgerüstet. Der Erdbalken wurde zuverlässig gewendet, die Furche sauber geräumt. Bindige Böden bricht dieser Körper aber leider nicht. Für eine optimale Frostgare hätten wir uns mehr Krümelung gewünscht. Pluspunkte gab es für die Abnutzung. Das Material der Verschleißteile ist top. Scharblatt und Spitze sowie das Streichblech Vorder- und Hinterteil lassen sich getrennt wechseln. Das senkt die laufenden Kosten. Unser Chiron war mit Stroheinlegern und Maisvorschälern ausgerüstet, quasi doppelt gemoppelt. Auf leichten Böden ist der Stroheinleger über dem Streichblech eine preiswerte Alternative zum echten Vorschäler. Bei viel organischer Masse und vor allem auf schweren Böden ist der Maisvorschäler im Vorteil. Der Rahmen ist über ein parallel geführtes Lenkersystem mit dem Anbauturm verbunden. Mit dem vorderen Tandemzylinder lässt sich auch während der Fahrt die Schnittbreite der Vorderfurche verstellen. Verändert man mit dem hinteren Zylinder die Arbeitsbreite der einzelnen Körper, passt der vordere Schwenkzylinder die Vorderfurche automatisch mit an. Bevor man den Pflug am Vorgewende dreht, schwenkt der Tandemzylinder den Rahmen ganz nach außen. Das bringt viel Bodenfreiheit zum Wenden. Mit einer Spindel kann man bei Bedarf den Zugpunkt optimieren, zum Beispiel zum Pflügen in Hanglagen. Auch das Stützrad stellt man konventionell über Spindeln ein. Es läuft zwischen drittem und viertem Körper und schließt bündig mit dem letzten Schar ab, ideal zum Grenzpflügen. Das Rad lässt sich auch für die Fahrt auf der Straße verwenden. Der Umbau ist einfach. Die sauber verlegten Leitungen, die abnehmbare Beleuchtung und der geringe Wartungsaufwand runden den guten Gesamteindruck ab. Für dieses Paket muss man aber auch tief in die Tasche greifen. In der von uns getesteten Ausstattung kostet der 5-scharige Chiron knapp 33.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unseren ausführlichen Bericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 8/2017.